Hallo YouTube und herzlich willkommen zu meinem Review zu Lego Jurassic World. Ja, wir sind ja jetzt mit der Story durch. Gefühlt hat es ewig und drei Tage gebraucht. Und... willst du etwas Neues? Sieh da unten nach. Was soll ich sagen? Also, das Game ist mega krass lang. Also, ihr habt es ja verfolgt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Part das Besucherzentrum das liegt anderthalb Kilometer. Waren aber wirklich viele. Halt. Durch. Und... Sind das Fleischfresser? Wir springen. Oh, danke. Nachdem ich mit der Story durch war, hatte ich gerade mal 30 Lego-Steinchen freigespielt. Also 30 von 259 oder so. Und... ja, ich glaube, hier 100% zu erreichen, ist ein Lebenswerk. So, das Spiel an und für sich fand ich ziemlich cool. Vor allem die ersten ein, zwei Parts fand ich total geil. Allerdings, meiner Meinung nach, zieht sich das Spiel halt sehr lang. Da sich am Spielkonzept im Allgemeinen nicht sehr viel ändert, man hat immer das Gleiche zu tun. Man läuft durch die Welt, baut hier und da mal ein bisschen was auf, braucht immer wieder unterschiedliche Charaktere für die Spezialfähigkeiten und das war's eigentlich. Also so wirklich was anderes ist im Spiel nicht. Also es ist genau das zu erreichen, mehr nicht, und das wird halt auf Dauer tatsächlich ein klein wenig langweilig. Ich habe das Spiel jetzt hier im freien Spiel noch ein bisschen selber gezockt und hab mir endlich auch hier so einen Spukosaurus freigeschaltet. Ich muss sagen, es gibt wirklich, wirklich, wirklich viel zu entdecken. Also hier direkt nach den Missionsstellen habe ich teilweise 6-7 Steine gefunden. Das ist einfach nur krass. Sowas habe ich bei keinem anderen Spiel bisher gesehen, dass es wirklich so lang ist. Also, wie gesagt, 100% erreichen halte ich für ganz schön schwierig, wenn überhaupt machbar. Und ich werde es auch gar nicht erst versuchen, die 100%. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen vor mich herzocken. Da seht ihr es, ich habe 45 von 275 Steinen. Also, das ist echt krass. Und ich spiele das Spiel jetzt ja doch schon 3 oder 4 Wochen. Ich meine mal, ich spiele das jetzt nicht hier konstant durch. Ich mache durchaus auch was anderes. Ich habe auch noch ein anderes Leben, aber es ist trotzdem krass. Vor allem, wie viele Charaktere es gibt. Schaut euch das mal an. Ich meine, wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt, ich glaube, 4 Wochen oder so und habe eigentlich noch nicht mal ansatzweise alle Charaktere freigespielt. Ich meine mal, ich habe jetzt für jede Fähigkeit habe ich einen Charakter. Das ist auch okay. Aber ich bin bei weitem nicht fertig. Und hier kann man immer wieder neue Charaktere freispielen. Aber man braucht halt auch permanent so ziemlich jeden Charakter. Irgendeinen, der ins Dunkle kann. Irgendeiner, der Konsolen öffnen kann. Irgendeinen, der auf irgendwas schießen kann. Und so weiter und so weiter. Ihr versteht, glaube ich, auf was ich hinaus will. So. Von der Story her, ich meine mal, da war jetzt nicht viel überraschend dabei. Das war, wenn man die Filme kennt, kennt man die Story. Die Slapstick-Einlagen waren echt lustig gemacht. Haben mir voll Spaß gemacht. Waren cool. War einfach cool. Aber wie gesagt, von der Story, wenn man die Filme kennt, muss man jetzt nicht, darf man nicht so viel erwarten, weil... ja, man kennt halt schon die Story im Prinzip. Nach jeder Mission, die man ja gespielt hat, oder nach den meisten Missionen, hat man irgendwelche Bonuslevel freigespielt. Unter anderem das erste, was wir jetzt gerade gesehen haben, das Rennen, das war ein Bonuslevel. Und ja, ist echt nett gemacht, ist cool gemacht. Wenn man das auf 100%, also auf alle Überlebende schafft, kriegt man auch nochmal ein Steinchen. Einige finde ich echt knackig. Andere waren jetzt total easy. Zum Beispiel hier die erste T-Rex-Verfolgung gibt es. Aus der Jurassic Park-Geschichte.
wo man allerdings nicht die Leute spielt, die versuchen zu flüchten, sondern man spielt den T-Rex und jagt die Leute. Und das haben es halt tatsächlich cool gemacht. Und da habe ich auch 100% geschafft, da war das echt easy. Allerdings, wie gesagt, das sind immer so 20 Sekunden, 30 Sekunden Missionen. Und ja, machen aber Spaß. Wem es gefällt, klar, wem es nicht gefällt, man muss es ja nicht machen. Das ist ja alles nur ein Bonus. Nicht mehr, nicht weniger. Hier, wie ihr seht, ich bin jetzt in keiner Mission drin. Also ich bin jetzt nicht im freien Spiel einer Mission. Und ich kann hier so verdammt viel machen. Das ist Wahnsinn. Also, so unterm Strich kann man echt sagen, das Spiel ist auf jeden Fall sein Geld wert, weil ich habe wenige Spiele gesehen, die mehr Game-Time haben als das hier. Allerdings, wie gesagt, ist das Spielkonzept an und für sich immer das gleiche. Lauf durch die Welt, bau was zusammen, nutze die Spezialfähigkeiten und ja, beende die Story. Das ist eigentlich immer das. Ab und an gab es dann halt noch eine Verfolgungsjagd. Aber sonst gab es jetzt so Abwechslung, gab es nicht wirklich viel. Es, wie gesagt, war immer das Gleiche. Aber es macht ja auch nichts. Ich meine mal, im Prinzip ist es ein Kinderspiel, müsst ihr sagen. Es ist jetzt nicht für Erwachsene, die da geistig jetzt großartig herausgefordert werden wollen, sondern es ist ein Kinderspiel und nicht mehr und nicht weniger. Und dafür ist es halt echt krass. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass ich Kinder hätte und ich hätte keinen Bock, mich mit denen zu beschäftigen, glaube ich, könnte ich die hier davor setzen und würde die nächsten 4 Monate nicht sehen. Weil einfach so viel Game-Time hier drin steckt. Und andere Spiele machen es über DLCs. Hier, die haben es über wirklich Bonusmissionen und was weiß ich was gemacht. Aber, wie gesagt, es macht echt Spaß. Es ist lustig, aber es ändert sich halt nichts. Daher kann ich jetzt wirklich nur zusammenfassend noch sagen, ich würde das Spiel jederzeit wieder zocken. Ich finde diese Lego-Games nämlich total geil. Sobald das nächste rauskommt, werde ich es auch zocken. Ich denke, ich werde auch Dimensions zocken. Das kommt ja irgendwann mal im November. Oktober oder November kommt das ja raus. Und ich denke, ich werde mir das auch mal zu Gemüte führen. Und ich denke, ich werde dann dazu höchstwahrscheinlich auch ein Let's Play machen. Und ich freue mich auch schon drauf. Aber vom Spielkonzept gehe ich auch davon aus, wird sich da auch nicht großartig was ändern. Wird wahrscheinlich auch da genau das gleiche sein. Vielleicht nicht so lang. Ich meine mal, da wird es wahrscheinlich eher lustig sein, weil man alle Charaktere von überall einmal spielen darf. Aber ich denke, wie gesagt, vom Spielkonzept wird sich da nicht sonderlich viel ändern. So. Was bleibt jetzt noch übrig? Ich will eigentlich sagen, alles ist gesagt, was gesagt werden muss. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr Bewertungen da lassen würdet oder Kommentare. Vor allem könntet ihr mir in den Kommentaren schreiben, wie es euch gefallen hat, ob ihr gerne noch irgendwas sehen wollen würdet. Ich meine, ich kann ja immer noch Let's Plays dazu aufnehmen, so ist ja nicht. Also, wenn ihr irgendwas gerne noch sehen würdet, schreibt es mir in die Kommentare. Mache ich für euch, kein Ding. Und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play bald wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.